Ja, lieber Andreas, ich würde gerne heute mit dir über deine Bezüge zum systemischen und zu systemtheoretischen Ansätzen sprechen und dein Wirken am ESB. Für mich bist und warst du immer der Theoretiker unter den Praktikern als Lehrtrainer. So im Okay. Kriterium der systemischen Ansätze und auch der Bezüge zu systemtheoretischen Dingen. Siehst du dich da auch, wenn ich das so beschreibe? Ja, ich würde mich eher als, also wenn ich jetzt aufs ISB schaue, als den, der ganz besonders im Systemischen verankert ist und der da auch so einer derer ist, die ganz am Anfang die Sozialisation als Systemiker mitgemacht haben, betrachten und da sowohl mit dem einen Bein auf der systemischen Theorie und mit dem anderen Bein auf der systemischen Praxis stehend. Aber ich habe sicherlich so dieses klarste Profil als Systemiker von dem, wo ich herkomme. Wie kam das dazu? Lass uns mal ein bisschen Einblick nehmen in deine Lernwege. Ja, wie waren meine Lernwege? Ich habe schon ganz früh vom Systemischen erfahren. Da gab es, glaube ich, noch gar keine Ausbildungsgruppe in Deutschland. Und erfahren habe ich über den Bernd Schmid und den Gunthard Weber. Ich war damals eigentlich mehr in so einer psychoanalytischen Orientierung. Aber der Lehrer, der auch mein Doktorvater war, der Professor, der hatte auch ein Interesse für diese systemischen Ansätze entwickelt und hatte Stirlin und auch die Mailänder als Literatur schon in seinen Seminaren. Also da war ich ganz früh angebunden. Wie siehst du denn vor deinem Hintergrund das Konstrukt Organisation und dann auch den Teil Mensch in Organisationen? Also ich glaube, die Tatsache, dass Bernd mich ansprach, das hat den einen Hintergrund, dass ich schon 10 Jahre Menschen in systemischer Beratung ausgebildet hatte. Aber mit dem Schwerpunkt Menschen, die therapeutisch, beraterisch in sozialen Kontexten arbeiten. Und ich hatte ein zweites Standbein. Ich war in einer Organisation, die ich, da kam ich rein 1988, also war damals 11 Jahre in der Leitungsfunktion und dann damals die letzten Jahre auch in der reinen Managementfunktion. Das heißt, mich hat auch ziemlich von Anfang an interessiert, wie lässt sich systemisches Denken nicht nur in einem therapeutisch-beraterischen Kontext leben, sondern wie lässt sich so ein Denken auch im Organisationskontext leben und dann bei mir aus der Position einer Führungskraft. Was gibst du den jüngeren Beratern und Coaches auch hier bei unserem ISB so mit? Was würdest du sagen, sind so die Leitgedanken, die von dir da auch den Jüngeren mitgegeben werden für ihren Weg als Berater und Coach? Das Erste, was ich heute mitgebe, was aber auch mich am Systemischen ein Stück gereizt hat, war dieser Gedanke, dass der Berater sich nicht über den Klient stellt, sondern dass der Berater davon ausgeht, dass der Klient ganz viel Wissen über sich hat und dass der Berater dieses Wissen nutzt und dass der Berater zu diesem Wissen des Klientes über sich, über des Klienten über sich auch noch Ideen mit dazu stellt, die ihm kommen, wenn er mit dem Klient im Kontakt ist. Und dass diese Ideen über den Klient Angebote sind und dass der Berater sich daran orientiert, ist das, was ich denke, ergänzend zum Klienten, für den Klienten interessant und anregend oder nicht. Und das ist eine andere Grundhaltung als die, dass ich einen Klienten anschaue und dabei irgendwelche diagnostischen Manuale im Kopf habe und ihn dann irgendwo einsortiere, um dann zu wissen, was für den Klient eigentlich gut ist. Diese Haltung des Kontakts auf Augenhöhe, das ist mir wichtig und das ist auch was, was ich lehre. Eine zweite, die mir vielleicht wichtig ist, ist, dass es darum geht, also wie komme ich in eine gute Beziehung zu dem Klient und wie finde ich einen Fokus oder Themen, könnte man auch sagen, die für den Klient sinnvoll sind, wo er sich berührt fühlt
und die dem Berater auch sinnvoll erscheinen und das Gefühl gibt, etwas Bedeutendes für den Klienten beizutragen. Also ich nehme jetzt mal so eine Kategorie von Sinn, dass Sinn entsteht und dass man sich auf diese Suche nach Sinn gibt. Und demgegenüber, und das ist eher neu, das habe ich früher so nicht gedacht, sind mir die methodischen Möglichkeiten oder technischen Vorgehensweise relativ hintergründig. Das lehre ich auch. Ich sage, es ist gut, wenn ihr wisst, wie man zirkuläre Fragen stellt oder wie man irgendwie mit den Interventionstechniken, die im Systemischen erarbeitet wurden, umgeht. Aber das ist eher für euch als Berater sicherheitsgebende Orientierung oder so ein Treppengeländer, an dem man sich festhalten kann. Es ist aber nicht das, was der Klient braucht und bleibt neben dem, was ihr braucht als Sicherheit für euch, auch bei so einem freien, geistigen dritten Auge, was könnte für den Klient gerade wichtig sein und sinnstiftend. Jetzt noch der Blick in die Zukunft. Was wird sich aus deiner Sicht verändern im Feld Coaching und Beratung in den nächsten 10 Jahren? Was ist in 10 Jahren anders als heute? Aus deiner Sicht? Ja, also das Erste, was mir da in den Kopf kommt, ist, diese Frage muss ich zum Glück nicht bearbeiten. Und ich denke auch als Erstes, die will ich auch nicht bearbeiten. Das ist, also ich habe vor 20 Jahren mir überlegt, was könnte im Beraterischen wichtig sein, was könnte in Organisationen wichtig sein. Und also erstmal gehe ich da demütigen Schritt zurück und sage mir, das ist die Aufgabe der Jungen und da muss ich gar nicht viel dazu beitragen. Keine Ahnung. Darf alles kommen. Ja. Vielen Dank. Gerne.